Ganz herzlichen Dank. Merci vielmals. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier bei Kühnis in Ramsey, in dieser wunderschönen Halle. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer daheim, ganz herzlich willkommen zu Paul Stuckis Musikstube. Wir sind zu Gast im Emmental, ihr habt es gehört. Da geht es noch urchig zu und her. Wir haben sehr viele Formationen hier aus dem Emmental. Jodu-Einlagen, Örgeli-Musik, natürlich rassige Ländlermusik, das werdet ihr in den nächsten zweieinhalb Stunden hören. Und natürlich auch Kühnis werdet ihr lernen kennen. Was macht die Firma? Wo ist sie ganz genau? Also viel Interessantes in dieser Sendung. Schön habt ihr eingeschaltet. Ich wünsche euch viel Vergnügen hier zu Paul Stuckis Musikstube. Musikalische Eröffnung mit einer wunderbaren Formation, nämlich das Ländlerquintett Bernard Grigia, mit einem Titel, den sie angefangen haben, «Im alten Schein», so hat die Mazurka geheissen, von Luzi Bergamin. Weiterfahren tun sie mit einem Schottisch von Kasi Geisser, der heisst «Mit dem Töff ins Mutital». Viel Vergnügen! Thank you.
Mit dem Töff ins Muttital. So hat der Titel geheissen. Wir konnten doch sagen, mit dem Töff auf Ramsey. Wie seid ihr daher gekommen? Aber nicht mit dem Töff, gell? Mit dem Auto. Mit dem Auto. Ich möchte, dass das jeder schnell vorstellt, mit Namen, Beruf und Hobby. Silvia Lehm, Hausfrau von Zollbrück. Also gar nicht so weit gehabt für den Herren, gell? Ja. Christoph Kuhn, Lehrer, Hobby, das, was ich jetzt mache. Musik machen. Jenny Beat, Landmaschinenmechaniker, Hobby ist auch Musik. Ein Schweizer, ich komme von Helgiseried, und Hobby ist auch Musik. Gut, noch das Quintett vervollständigen. Kühne Hans, ich komme von Eschau, Eggiwil, und mein Hobby ist auch Musik und Singen. Berna Grischa. Redet auch Berndeutsch. Wie kommt ihr zum Namen Berna Grischa eigentlich ganz genau? Also, der Name sagt eigentlich das aus, was wir gerne machen. Es sind alles zusammen Berner, die die Bündner Musik machen. Seit wann gibt es Berna Grischa? 2004 haben wir es gegründet. Aber vorwiegend Bündner Musik ist ja im Repertoire? Fast ausschließlich traditionelle Bündner Musik. Habt ihr auch noch eine Homepage, wo man euch zum Beispiel schauen kann, wo ihr als nächstes spielt oder wo man euch engagieren kann? Ja, das haben wir. Das ist Berna, also www.berna-grischa. Und da ist man eigentlich schon drauf. Und dort haben wir selbstverständlich auch unser Programm drauf. Wo man als nächstes Musik machen kann. Ja. Wo man auch spielt. Ging ihr auch ins Bündnerland Musik machen? Ja, machen wir etwa die, ja. Etwa die, ja. Ja. Sehr beliebt, eure Art Musik zu machen. Und wir werden nochmal einen Titel anhören. Und zwar einen Titel, eine Walze von Luzi Bergamin. Sagen Sie es richtig, Chrysanthema. Chrysanthema. Ja, das weiss ich, aber Chrysanthema. Ja, ist richtig. So ist es richtig. Also, nochmal einen riesigen Applaus für das Ländlerquintett Berna Grischa. Thank you.
wunderbare Musik, die wir hier geniessen dürfen, in Ramsey mit dem Ländlerquintett Bernard Grisha. Wir sind in Ramsey, ich habe nach Anfang der Sendung schon gesagt, wir sind ihre Firma, Kühne AG. Ihr Spruch, baue deinen Traum. Und wenn ihr Träume habt, dann müsst ihr mal bei Kühne auf die Homepage schauen, was sie alles machen. Meine Gäste heute Abend ist der ganze Verwaltungsrat von der Kühne AG. Neben mir der Ernst Kühne, Verwaltungsratspräsident. Guten Abend, Ernst. Sali Paul. Wir haben mittlerweile angefangen hier mit einer Stube, ein bisschen speziell. Wir werden deine Firma noch ein bisschen kennen. Ich glaube schon noch ein bisschen speziell, dass der ganze Verwaltungsrat heute Abend da ist. Ja, das freut mich natürlich extrem, dass sie. Ich bin der Einzige, der Musik macht von diesen vier und dass sie mir da grünes Licht gegeben haben, überhaupt die Stoppen durchzuführen können. Das freut mich natürlich sehr. Du hast auch riesen Erfolg, das haben wir ja gesehen, volle Hallen. Ich habe ja gesagt, entweder ist es wegen der Musikstube oder weil die Kühne einen sehr guten Namen haben. Ich gehe jetzt davon aus, die sind wirklich verankert im Emmental. Das ist schon speziell. Das ist schon speziell, aber es hat sicher beides. Es hat sicher an dir und an unserer Firma, nehmen wir ja. Also, das ist der Verwaltungsratspräsident. Wir werden von der Firma noch mehr erfahren. Auch hier, Name, Beruf, Hobby? Mein Name ist Gerber Markus. Ich habe einen Zimmermann gelernt und mich dann etwas weitergebildet und bin hier eigentlich mit dem Haltimal für die Zimmerei zuständig, für die Holzbauabteilung. Also es fängt hier bei Kühne zu arbeiten auf alle Fälle. Genau, ja. Mal, wir machen es. Man merkt so von den Leuten, die hier mithelfen, so, es ist wirklich ein guter Groove in der ganzen Mannschaft. Und so in der heutigen Zeit, wo es nicht mehr so einfach ist, Geschäfte, fängt es natürlich doppelt, oder? Ja, das stimmt. Es ist auch schön, dass so viele Mitarbeiter wirklich da mithelfen, helfen servieren, Raclette machen und alles, was es braucht. Gut, wir haben einen weiteren vom Verwaltungsrat. Ja, mein Name ist Kühne Jülu. Ich bin seit dem 1. April 1990 da dabei und helfe mit dem Karren ziehen. Hobby ist auch wissen. Ja, Hobby tue ich Velofahren, Biken, Töfffahren, Skifahren und der Garten, der Umschwung. Also recht ein grosses. Das Grosse, ja gut, ja, wenn willst du noch Musik machen, ja, genau, oder? Das kommt ja noch dazu. Es reicht ja, Ernst macht ja Musik. Muss ja nicht. Die können noch das Chörli gründen. Verwaltungsratschörli von Kühne AG. Jemand muss auch hören, gell? Gut, also. Dann haben wir noch den vierten Mann im Bund. Mein Name ist Ueli Haldimann. Ich habe auch ins Zimmermann gelehrt. Und auch auf den Buda bauen dann in Frittenbach. Und spiele auch kein Instrument, aber bin ehrgeiziger Radio-BO-Hörer morgen vor der Arbeit und abends nach der Arbeit. Gut, das Zeptige braucht es eben auch. Ich gehe da schnell jetzt auf die Vordüre. Ernst, ich habe es schon angesprochen, in der heutigen Zeit, wo es nicht mehr so einfach ist, selber zu geschäften, angefangen hast du ja eigentlich, ich glaube, im Frittenbach hinger. Im Oberfrittenbach, genau. Im Oberfrittenbach. Und denke, seit wann hier jetzt dran sei? Seit 2000. Und wir haben ja weitere Ausbaupläne. Genau, dann das Kompetenzzentrum, wo wir jetzt nach 2 Jahren Bewilligung bekommen können, starten. Genau. Gut, wir werden jetzt nach der nächsten Gruppe noch mehr über das Ganze reden. Wie gesagt, euer Werbeslogan, der gefällt mir einfach, baue deinen Traum. Noch schnell, Hurti, habt ihr alle zusammen euren Traumjob gegenwärtig? Auf alle Fälle, 100%. Ja, ich auch, sicher. Natürlich, sonst wären wir nicht da. Alle Tage, auf alle Fälle. Das klingt doch gut. Das ist der Verwaltungsrat von der Kühne AG mit dem Verwaltungsratspräsident. Ein Mensch Kühne, ich glaube, die Männer haben einen riesigen Applaus verdient. Merci vielmals. Wir fahren musikalisch weiter und zwar mit dem Jodlerquartett Vollmond. Und da werden wir das erste Lied anhören von Friedrich Rustistas. Schau, das Alpenglühen. Auch für Sie. Einen riesigen Applaus. Schau den Wasserfall, dort
Wunderbar gesungen vom Jodelquartett Vollmond. Schau, das Alpenglühen. Wunderbare Stimme. Wie bekommt das Judere? Hier ist es warm, aber es Judere fast ein bisschen. So ist das dahergekommen. Ernst, du bist auch Volkstümlicher? Total, ja. Durch und durch seit. Solange das mir geht. Solange das dich geht. Genau. Und wir hoffen, es gäbe dich natürlich noch ganz lange. Jodelgesang ist etwas, das einem schon ein bisschen anrührt, gell? Total, ja. Also eben so. Quartett und so ist natürlich. Oder Trio oder Duett ist etwas Wunderbares. Wir werden... Oder Club natürlich, oder Jodelclub ist natürlich sehr wunderbar. Ja, es ist alles zusammen, was Tradition hat. Und wir in der Schweiz, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, wir haben sehr, sehr schöne Tradition. Jeder Kanton, jede Region hat ein bisschen andere volkstümliche Musik. Und das ist eigentlich auch ein bisschen der Grund für unsere Sendung. Es muss nicht immer alles vom Ausland kommen, von Deutschland, Österreich oder wo immer. Wir haben in der Schweiz so viele Gruppen, so viele gute, junge, ja, die volkstümliche Musik machen. Und darum finde ich es gut. Gibt es so Leute auch wie dich, die an so einer Saal zur Verfügung stellen, dass man so mal eine Kilbe machen kann? Machen wir natürlich sehr gerne. Und mir ärgert es gerne, wenn ich schaue, wie klein das der Stellenwert ist von Volksmusik oder vom Jodelgesang. Wenn irgendein Popstar kommt und irgendetwas kreit, sage ich jetzt mal, dann stehen sie auf den Tisch oben. Und das ist einfach schade, dass der Stellenwert von Volksmusik und Jodelgesang nicht ein bisschen höher ist in der Schweiz. Gut, merci vielmals, Ernst. Aus diesem Grund machen wir ja das auch hier. Und für mich, darf ich auch noch sagen, für mich sind alle die, die hinter einem Mikrofon stehen und frei von der Leber weg musizieren oder singen, die sind für mich manchmal die besseren Musikanten als jemand, der einfach zwei Töne kreien kann und dann gleich schon eine CD draussen hat. Ich weiss, ich bin manchmal ein bisschen frech, aber gehört doch ein bisschen dazu. Jodelquartett Vollmond. Du fragst mich, wer ich bin. Ich hoffe, ihr wisst es. Ich weiss es. Sie werden es jetzt singen. Viel Vergnügen mit dem Jodelquartett Vollmond. Du fragst mich, wer ich bin. Du fragst mich, was ich kann. Willst wissen, warum ich dich nicht aus den Augen lasse?
Jodlerquartett Vollmond, du fragst mich, wer ich bin. Das kann man jetzt euch fragen, wer ihr auch Zeit. Name, Beruf und Hobby? Ich bin Rosmarie Jägli, komme von Mosek, bin Hausfrau, Gärtnerin, Fußpflegerin. Ja, gerne Natur. Gärtner und Fußpfleger? Ja. Das ist noch speziell irgendwie. Musst du jetzt zu mir kommen? Ja, ich habe jetzt gerade meine. Ich habe meine noch geschnitten, gerade. Also das wäre noch gar nicht nötig. Aber ich komme vielleicht mal auf Mosek kuchen. Da kann man jederzeit etwas machen. Ja, das glaube ich, ja. Das ist alles klar. Ich bin Christine Schöpfer, wohne in Zollbrück. Hobby sind eben Singen vor allem und Sport, Skifahren, Biken. Ja, das ist es. Jetzt kommt die Saison vom Skifahren wieder, oder? Ich bin der Hans Schöpfer. Da rechts neben mir ist Frau. Ich komme auch von Zollbrück, Beruf Zimmermann hier bei Kühnis, Hobbys, Musiken, Jodeln und Bergwanderungen. Bergwanderungen. Sie gehen Skifahren und du gehst Bergwandern, oder wie da? Ihr wohnt ja noch zusammen, so wie ihr sagt, oder? Beide von Zollbrück kommen, oder? Ja. Spass muss sein, das ist nicht so traurig. Der vierte Mann, oder die vierte Person in diesem Quartett? Ja, das ist der Gasser Ueli von Eggiwil. Der tut die Bauern, geht noch 80% auf die Arbeit. Ich mache jetzt noch ein bisschen Werbung. Zug, Schneepflüge, Schneefräsen. Es schneit ja draußen, also wenn ihr euch ausrüsten wollt, kommt. Willst du noch das Telefon noch nicht durchgeben? Soll ich? Nein, ich mache es nicht. Ich wüsste, auch ehrlich. Ja, du willst ja wohl wissen, wo der Werk ist, oder? Wie das dort das Telefonnummer ist, oder? Also wenn ihr... Schneepflug brauchen. Hobbys singen eben. Du noch die Schwingerei tue ich noch ein verfolgen. Und das ist es eben. Noch ein bisschen Viehzucht. In diesen 20%? Multifunktionell. Ja, gute Frau. Aha. Ja, das ist ja ganz verrückt. Paul, da. Das mache ich dir doch gerne. Dass du ein mehr mit den Schneepflügen unterwegs sein kannst. Wenn ich in der Album unterwegs bin, so sage ich, ich habe Mutterkühe, oder? Mhm. Ich mache eben die Mutter mit den Kühen. Ja, ist gut. Das Jodlerquartett. Das ist gut, der mit den Mutterkühen. Das Jodlerquartett gibt es seit dem? 03. Seit dem 03. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Eine wunderschöne Vollmondnacht auf der Mosek. Bei einem Glas Wein. Naturgenossen und jemandem Zehennägel geschnitten und dann gesagt, Vollmond. Dann habe ich nochmal von meiner Nägel geschnitten. Gut. So, ein bisschen Spass mögt ihr ja leiden, oder? Das ist ja nicht das Problem, wenn man euch engagieren will. Wo müssen wir sich genau melden? Bei wem müssen wir sich melden? Ihr könnt bei Christine oder bei mir anrufen. Mein Nummer ist 034 402 33 89. Du fragst sicher noch wegen der Homepage. Die ist noch in Aufbereitung. Also die ist noch nicht ganz voll. He? Auf dem Mal ist sie dann da. Auf dem Mal ist sie dann da, gut. Das Nummer könnt man anrufen für das Klauen und natürlich auch für euch zu engagieren. Genau, das ist das Multitelefon. Das ist das Multitelefon. Christine kann das Nummer auch selber sagen.
Wenn sie nicht gerade am Skifahren ist. Wenn ich am Skifahren bin, könnt ihr mir auch anrufen auf das Nummer 034 496 250 13. Oder zu mir in die Metz eine Wurst kaufen, dann könnt ihr mir auch anfragen für ein Engagement. Wir sind eine Werbesendung hier, oder? Ja, nicht gesehen, welche Metz. Ja, sicher auch irgendwo eine in der Nähe, oder? Ja, ja. Aber sag jetzt den Namen auch noch, sonst verkauft auch noch einen Schneepflug. Sehr genau, Wüterich Metzgerei. So, aber jetzt ist genug Werbung, Sternenhagel, oder? Das... So, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein bisschen über das Repertoire noch schnell reden, welche Komponisten tut ihr am liebsten eigentlich singen? Wir Quer VD, Auergattung. Auergattung. Ja, ja. Wir hören nämlich jetzt noch wunderbare Jutz von Klaus Rubin, der Kirchenjutz. Das ist so einer, der in die Hühnerhautabteilung passt, sagen die Augen, oder? Und dann könnte man ja zu dir einen Schneepflug kaufen, zu dir eine Wurst riechen und bei dir noch ein bisschen klauen und dann würdest du noch jutzen dazu. Ja, kann ich gut. Multi-Voll-Talents, Jodelquartett, fahren so weiter, es klingt wirklich wunderbar. Und wir hören jetzt den Jutz von Klaus Rubin an, den Kirchenjutz. Einen riesigen Applaus für das Jodelquartett Vollmond. Einen Applaus mit einem wunderbaren Jutz, der Kirchenjutz von Klaus Rubin, haben wir gehört. Der Mann, der neben mir steht, hat er schon gelernt kennen, Verwaltungsratspräsident von der Ernst Kühn, also von der Kühne AG, der Ernst Kühne. Ernst, ich habe vorher schon ein bisschen daraus gehört, angefangen hat es mal ein bisschen kleiner im Oberfrittenbach. Wann war das? Genau, und das ist im
angefangen hat sich im 1960, wo der Vater das Ölgeschmack gekauft hat im Oberfrittenbach und dort in einem Hühnerhaus, also eine Schnäfelbude eingerichtet hat. Und das war der Grundstein von irgendwelchen vor Kühenjagen. Das ist ja eigentlich da hier ein bisschen die Schnäfelbude noch, oder? Das wo jetzt auf der Bühne genau. Auch noch ein bisschen steht, ja. wo auch noch ganz ein bisschen speziell ist da hier. Also die alte Zeit oder die Ursprünge, die bleiben immer ein bisschen erhalten in diesem Moment. Das probiere ich mir auch ein bisschen beizubehalten, dass wir eben wirklich, wir kommen vom Grabenhänger, wo wir sind früher viel ein bisschen belächelt worden, ist es irgendwie gleich. Wir sind vom Graben und wir bleiben vom Graben. Und wir stehen zu dem, wo sie ziemlich, gleichwohl ziemlich erfolgreich, darf ich glaube ich sagen. So. Ja, sehr erfolgreich. Wir dürfen noch heute schnell einflechten. Du hast ja das Jahr ohne wunderbare, du bist dritt geworden, einen wunderbaren genau. Preis gewonnen. Also das ist nicht selbstverständlich. Nein, der Preis SVC, der alle zwei Jahre in diesem Gebiet vergeben wird, wo über 2'500 Firmen sind, wo man da mal nominiert wird. Und zuletzt sind wir in diesem ganzen Gremium dritt worden. Ist natürlich für uns schon wunderbar gewesen, weil das in der Firma war, die international tätig war und wir sind die einzige Firma, die einfach nur in der Schweiz tätig ist. Also nur ja, für ja, verstanden, genau. Oder? Jetzt seid ihr das Ramsey, ein wunderbarer Baum. Wir sind hier in einer von diesen Hallen drin. Wie gross ist die Firma heute? Wir sind heute, wir haben gestern Abend einen Budabend gehabt, das sind die neuesten Zahlen, wir sind 158 Mitarbeitende. Und davon auch Lehrlinge natürlich? 32 Lehrende. In fünf Berufen, die wir die ausbilden. Genau. Das ist, glaube ich, Applaus wert. Ein Arbeitgeber, der noch so viele Junge ausbildet. Du hast vorhin angesprochen, 5 verschiedene Berufe. Genau. Was sind das alles für Berufe, die da unter dem Dach sind? Das ist natürlich Zimmermann, weil das ist die grösste Abteilung. Zimmermann kann man lernen bei uns. Man kann Schreiner lernen, man kann Bodenleger lernen, man kann das KV machen und dann kann man noch Hochbauzeichner lernen. Wir haben ja noch nebenbei eine kleine GU-Abteilung. Was sind die Spezialitäten von Kühenjagen? Dass wir, glaube ich, von der Fußleiste bis zum grossen Holzelementbau eigentlich alles machen. Und alles, was mit Holz zu tun hat, interessiert uns, hat uns immer interessiert. Und das ist das, was wir alltag probieren, das Beste zu geben. Bauen deinen Traum. Genau. Das ist genau so, oder? Also, dir wollt ja noch ein bisschen vergrössern, glaube ich. Es gibt an der Strasse auch noch etwas, glaube ich, in 2 Jahren, oder? Genau. Wir vor 2 Jahren haben wir die Gärnerei kaufen können. Und dort Bewilligung gelöst, das ist jetzt ein bisschen lang gegangen, weil da das Gewässerschutz nicht so sauber war mit dem Zeug. Aber jetzt haben wir die Bewilligung bekommen und im Jänner können wir anfangen zu bauen. Also wir werden schon über nächste Woche den Rückbau an mit der Gärnerei, die Häuser fortreissen. Also bei Kühnis ist es sehr erfolgreiche Zeit. Wie sieht die Zukunft aus? Wenn du jetzt so schaust, man hört sehr viele Sachen rund um die Schweiz herum, selbst in der Schweiz innen. Es werden Leute entlassen, viele Firmen haben Riesenprobleme. Ihr seid verwurzelt hier im Emmental. Ihr macht hauptsächlich für das Inlandprodukt. Wie genau. Sieht es da aus? Wir haben schon seit 10 Jahren immer gesehen, jetzt geht es wahrscheinlich zurück. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Wir sind alle Jahre sind wir irgendwie 4-5 Leute gewachsen. Und ich weiß manchmal schon nicht, von wo das der Erfolg kommt, dass wir da von null auf so viel können aufstocken. Aber es war nie das Ziel von uns, dass wir irgendwie eine von den grösseren Zimmerreihen werden. Es hat sich einfach so ergeben. Und ja, wenn jemand kommt und Bütze geben will, dann können wir nicht Nein sagen. Einfach. Das zeugt ja von Qualität. Wenn ihr keine Qualität würdet abliefern, gäbe es ja auch keine Bütze. Oder? Ich hoffe, es ist das. Ja. Das ist das. Also, der Homepage, da kann man schauen, was ihr alles anbietet. Genau. Kühni.ch. Genau. Da gibt es alles. Also im Prinzip, wenn ich jetzt ein Haus bauen will, kann ich zu dir kommen. Du hast Architekten, die für dich arbeiten. Genau, wir ziehen Architekten bei und dann bauen wir dir ein wunderschönes Haus. Gut, eben, bauen deinen Traum. Genau. Riesigen Applaus für Ernst Kühni. Ich glaube, solche Männer braucht es. Vor allem ist was man noch muss sagen, es ist ja nicht in der Stadt drin. Es ist auf dem Land. Und man sagt immer, wirtschaftlich gesehen, das Emmental ist nicht eins der bevorzugten Regionen. Es hat ein paar sehr gute grosse Firmen, es hat sehr viele gute KMUs natürlich. Man hat auch einen Sportverein, wo ein bisschen, und der Käse, der natürlich auch noch ein bisschen Werbung macht für das Emmental. Aber das Emmental selber ist wirtschaftlich ja nicht verwöhnt worden.
Nein, das ist so. Wir haben sehr viel verloren in den letzten Jahren. Sei das Käse, sei das Holz, ist es Leder und so. Und darum tun wir uns ja von unserer Firma so stark arrangieren für die Tigers. Das wissen die meisten, dass ich dort im Verwaltungsrat bin. Und wir haben schon das Gefühl, im Emmental, das ist so wichtig, das ist unser Leuchtturm im Emmental, die Tigers. Zu denen müssen wir einfach sehr, sehr sorgen. Da bin ich mit einverstanden. Jahrzehntelang. Weißt du, wenn ich den Restmatch gesehen habe? Nein. Dann hat es noch kein Dach gegeben und dann hat es geschneit, was hat abgegeben. Fisch war noch der Rat. Gespielt haben sie keine Sekunde, aber einsputzen eine ganze Stunde lang. Das war mein erstes Erlebnis. Noch etwas ganz anderes. Jodlerclub Oberfrittenbach. Der wird heute Abend auftreten. Dort ist auch noch eine spezifische oder spezielle Beziehung dahinter, oder? Ja, eben, wir kommen vom Oberfrittenbach, mit der gestartet. Wenn ich so zurückschaue, wie wir gestartet sind, eben mit der Hause, der Brütsch oder ich, der angefangen. Und wenn wir nicht die Bütze hätten von diesen Leuten vom Graben, hätte es uns wahrscheinlich nicht gegeben. Oder wir sind wirklich dort aufgenommen worden. Und als wir nicht gegangen sind, im 2000, waren da etwa 40, 45 Leute. Der Grabenhänger, der Verkehr, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber wir sind nie irgendwie, die das immer akzeptiert. Und darum habe ich gesagt, da muss unbedingt die Friedenbacher einfach in die Sendung. Sie sind ja da, die werden wir später da, hören. Genau. Aber du bist auch so ein Friedenbacher mit dem Schweizer Röntgen in Friedenbach. Genau. Gehst du zu deiner Kollegin, zu deiner Frau, ist auch dabei übrigens, geh Musik machen. Er, der Chef und gleichzeitig Verwaltungsratspräsident hier von der Kühne AG und ebenfalls musikalisch verwurzelt. Man spürt dahin, wenn man in Ramsey ist, wenn man in die Firma reinkommt, die das heute Abend schon gesagt, man spürt den Kitt, man spürt den Zusammenhalt. Und das finde ich das toll. Gibt es bei uns in der Region oder überhaupt in der Schweiz, gibt es noch solche Patrons, die das, was sie spüren, auch leben. Das darf ich so sagen. Schweizer Örgeli-Trio Oberfrittenbach mit dem ersten Titel, Eigenkomposition von der Monika Kühni, und zwar an der Keigelbobbe Kilbi. Riesigen Applaus für Sie. Thank you.
wunderbar gespielt vom Schweizer Orgel-Trio Oberfrittenbach an der Kegelboden Kilby. Weiterfahren tun sie mit einem Mazurka, und zwar vom Hörbi Christen. Sie mückeln. Viel Vergnügen. Schweizer Örgeli Trio Oberfrittenbach. Ernst Kühne muss ich nicht mehr vorstellen, den kennen wir mittlerweile. Nebendran Name, Beruf und Hobby. Ich bin Monika Kühne, komme natürlich vom Oberfrittenbach. Wohnen hier noch zusammen, das ist eben noch schön, ja. Oder? Genau. Hobby ist natürlich Musik. Und arbeiten tue ich hier Kühne AG. Ist fast naheliegend, oder? Das ist so. Ein Mann, den man auch bei anderen Formationen jemanden sieht. Ja, mein Name ist Schüner Regel, ich komme verlängern. Hobby ist gut essen, zwischendurch ein bisschen kochen und dann noch ein bisschen Musik machen. Arbeiten? Hast du auch für Schneepflüge oder ich so? Nein, Schneepflüge nicht. Ich bin selbstständig, ich tue jetzt nicht weiter Werbung machen. Er hat das Checket weiter Werbung, wie das funktioniert. Der Mann, was? Hefti Benz, ich komme von Zusehmen. Ich mache Unterhaltsarbeit, ja. Seilbahn, ich sage jetzt nicht wo. Hobby ist auch Velofahren, Skifahren, gut essen, Bass spielen. Bass spielen, das machst du aus Leidenschaft. Hilfst bei verschiedensten Gruppen, gehen ein bisschen aus. Ist so, ja, genau. Bist aber auch Lehrer? Nicht mehr. Nicht mehr? Nein, ja, Geduld nicht mehr, würde auch älter werden. Oh, Achtung, Geduld nicht mehr. Benz, heftig. Was, seit wann gibt es das Schweizer Örgeli Trio Oberfrittenbach ganz genau? Also es gibt es eigentlich seitdem, dass ich mit dem Ernst Piraten bin, also seit 25 Jahren. Also ein kleines Jubiläum, oder eigentlich auch könnten feiern, das Jahr noch, ja. Oder? Genau, ja. 25 Jahre. Hat man etwas geplant? Was? 25 Jahre, ehe. Also gleich ja. Lang Musik machen, wie ihr Piraten seid? Ja, eigentlich schon. Genau. Wir haben auch dort Musik machen gelernt kennen, natürlich. Okay. Hätte ihr eurem Hochzeit selber können Musik machen können? Nein, da haben wir arrangiert.
das Repertoire von euch, was sie so komponiert. Du hast vorher selber einen komponiert, den man zum Einstieg gehört. Ja. Was sind Komponisten, die man gerne berücksichtigt? Also wir haben viel Berner Musik. Peter Grossen, Schütz Martin, aber dann auch vom Urs Glauser haben wir viele Stücke. Ja, was uns gefällt. Was euch gefällt, das ist noch wichtig. Homepage, wenn man euch engagieren will, wo müssen wir sich melden? Ja, Homepage haben wir. Sie ist nicht so riesengroß. Es ist www.oberfrittenbach.ch. Oder man kann auch hier Kühne AG anrufen und mehr oder Aschi verlangen. Gut, ist alles klar. Oder ein Haus bauen, das ist schon gut. Wirklich, oder? Wir hören noch einen Titel jetzt. Der Titel heisst «Auf nach Schweiz» von Dominik Märchi. Ist der Marsch. Und nochmal einen riesigen Applaus für das Schweizer Rögeli-Trio Oberfrittenbach. Schweizer Örgeli Trio Oberfrittenbach, auf nach Schweiz, am Marsch von Dominik Märchi, haben wir da gehört. Also, Ernst, du kannst auch wieder zu mir kommen. Und neben mir ist ein ganz interessanter Mann. Es ist nämlich der Gemeindepräsident von Lützelflüh. Es ist der Andreas Meister. Guten Abend, Andreas. Guten Abend, Paul. Herzlich willkommen hier zu Lützelflüh. Ja, ich habe noch gestaunt. Ich meinte, Ramsey gehört nicht zu Lützelflüh. Aber die Gemeinde Lützelflüh ist noch eine recht grosse Gemeinde. Lützelflüh ist 26 Quadratkilometer gross und ist eben nicht nur Lützelflüh, die Dörfer Ramsey, Grüne Matt und Teile der Dörfer Drachselwald,
Ranflühe, Rüegsau, Schachen gehören sogar zu Lützelflühe. Alles gehört zu Lützelflühe. Wie viele Einwohner hat Lützelflühe? 4100 Einwohner rund. Wir sind im Wachsen, gäng ein bisschen. Gäng noch am Wachsen? Gäng ein bisschen noch am Wachsen. Langsam, aber ein bisschen tun wir wachsen. So in Berner eben wachsen, ein bisschen langsamer, oder? Und der Rensch baut einfach neue Häuser, dass die Leute auf Lützelflühe... Infrastrukturmässig ist ja Lützelflühe gut erschlossen, oder? Sehr gut. Manche Gemeinde würde träumen, wenn sie einen Bahnhof hätte. Wir haben drei in der Gemeinde Lützelflühe. Das ist gut, ja. Aber nicht alle in Lützelflühe selber natürlich, oder? Gemeinde Lützelflühe, richtig. Das ist ja so, oder? Und die Gemeinde Lützelflühe selber, wie ist die strukturiert? Industrie, sehr sicher viel Landwirtschaft, jetzt auch noch bei euch? Das stimmt. Wir haben von diesen 26 Quadratkilometern sind etwa 18'000 Hektar, also 1,8 Quadratkilometer sind landwirtschaftliche Nutzfläche. Wir haben noch gut 100 Landwirtschaftsbetriebe in der Gemeinde Lützelflühe. Die meisten natürlich, wie es auch in der Berner Struktur ist, nicht mehr Vollerwerbsbetriebe, sondern auf jedem Betrieb geht die Frau oder der Mann noch irgendeinen Nebenerwerb nach. Das ist auch zu Lützelflühe so. Das ist auch wichtig, dass man natürlich so solche Arbeitgeber hat, wie eben jetzt Kühne AG, die eigentlich auf der einen Seite euch auch Geld bringen, Steuern zahlen und so, auf der anderen Seite Arbeitsplätze beschaffen. Genau, das ist ein grosses Lob an die Firma Kühne. Sie tun einen ganzen Haufen Leute, auch Bauern aus der Region, nicht nur aus der Gemeinde Lützelflühe, sondern aus der ganzen Region Emmental, hier beschäftigen und geben ein sicheres Einkommen. Lützelflühe, nochmal zu der Gemeinde selber zu kommen. Es gibt ja im Emmental manche noch kleinere Gemeinden als jetzt Lützelflühe sind. Wie ich es vorher schon mit dem Menschen angesprochen habe, es ist ja nicht so eine einfache Region, wirtschaftlich gesehen. Wie sieht es so die Zukunft aus jetzt? Schulen und das Ganze? Die Zukunft ist ganz schwierig vorauszusagen. Also wir glauben unsere Zukunft. Das Emmental hat so viel Gutes und Bodenständiges und Schönes zu bieten, wo man vielleicht noch ein bisschen besser vermarkten in Zukunft. Aber da sind eben gerade die Leute wieder Ernst Kühne, sind dort auch stark dran. Die Tigers sind ein gutes Beispiel, aber es gibt auch weitere gute Beispiele, die das Emmental probieren, in die Welt rauszutragen. Und vor allem eben die Leute nicht nur für einen Tag ins Emmental zu erreichen, sondern vielleicht eben, dass sie auch einst übernachten oder zwei oder drei Nächte im Emmental bleiben, weil unterhalten kann man sich problemlos über längere Zeit im Emmental. Das ist ein wunderschönes Gebiet, Emmental, ein Wandergebiet natürlich auch, genau. Wunderbar. Jetzt, wenn ich auf Lützelflühe zurückkomme, Übernachtungsmöglichkeiten bietet er auch an, in der Gemeinde. Jetzt hast du mich gerade ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Also im Emmental kann man auf jeden Fall übernachten. Es gibt Übernachtungsmöglichkeiten, bei Bed and Breakfast gibt es in der Gemeinde Lützelflühe. Es gibt auch kleinere Betriebe, die einzelne Betten anbieten. Wir haben auch noch einen Gasthof, der Betten anbietet, aber es sind natürlich nicht Zimmer in Hülle und Fülle. Klar, auch ein bisschen auf der einfacheren Seite natürlich. Das genau. Können wir auch so sagen. Genau. Jetzt Ernst, wie bist du mit deinem Gemeindepräsident zufrieden? Eigentlich sehr gut. Nein, wir haben sicher ein bisschen Anfangsschwierigkeiten gehabt. Das ist ja so, wenn man so einen frischen Ort hergeht. Aber jetzt haben wir schon das Gefühl, jetzt sind wir wirklich richtig angekommen. Also mit dem Gemeindepräsidenten haben wir sehr, sehr ein gutes Verhältnis, muss ich sagen. Gut, die zwei Männer passen tiptop zusammen in dem Moment. Wenn du jetzt zum Schluss noch einen Wunsch Freiheit ist für die Zukunft, für deine Gemeinde. Was wäre das? Zuerst wollte ich noch etwas anderes sagen. Dann, als die Firma Kühne ist, auf Ramsey kam, bin ich natürlich noch nicht Gemeindepräsident gewesen. Darum hat er ein bisschen Mühe gehabt. Dann. Das ist gut. Er ist ein Gemeindepräsident, der weiss, zu helfen, auf alle Fälle, zu Lützelflühe. Wenn ich einen Wunsch darf, für die Zukunft, Emmental soll so bleiben, wie es ist, soll stolz sein auf seine Gegend, auf seine Strukturen, auf seine Vereine, auf seine Tätigkeiten, die wir im Emmental haben. Eben auch wie eine Firma Kühne, die wir sehen als gutes Beispiel. Wir können nicht gerne nur jammern und hinten liegen. Nein, wenn wir etwas erreichen wollen, können wir es erreichen, auch im Emmental. Das sind Worte vom Gemeindepräsidenten von Lützelflühe. Riesigen Applaus, Andreas Meister. Merci vielmals, Andreas. Merci, danke vielmals. Wir kommen eben jetzt zu dem Jodelclub Oberfrittenbach, wo du ja eben den Ursprung hast. Du wohnst gerne noch dort? Genau, ich wohne gerne im Oberfrittenbach und ich kenne natürlich die Männer, jeden eigentlich persönlich. Aber ich muss jetzt noch etwas fragen zu deiner Formation. Wie manche spielt im Schweizer Ögeli-Trio? Wir haben Passgeige ausgeschlossen, weil ich und die Frau sind eben seit 25 Jahren
zusammen unterwegs und wir haben nie einen festen Geiger gefunden bis jetzt. Einfach, das ist, manchmal kommt der, dann kommt dieser, dann kommt einer. Und darum sind wir einfach die Schweizer Ögeli Trio geblieben, weil wir keinen festen Passgeiger haben. Es sind ja drei Ögeli, darum ist es ja, ist schon gut. Ist auch jetzt klar. So, also, wir kommen zum Jodlerclub Oberfrittenbach. Und zwar unter der Leitung von Beat Stauder werden wir jetzt das erste Lied hören. Helen Aeschlimann hat das komponiert. Freunde, riesigen Applaus für den Jodlerclub Oberfrittenbach. Sorgt zu dem, der O-Hahn.
Freunden ein wunderschönes Lied gesungen vom Jodelclub Oberfrittenbach. Ernst, ich glaube, zum Geschäften wie zum Musikmachen, Freunde sind immer, glaube ich, wichtig. Das braucht es immer. Das ist ja so. Ich sage auch gerne in unserem Betrieb. Wir sind eben so viele Leute, aber das sind für mich sind das nicht Angestellte. Für mich sind das alle auf einem Weg Freunde, die für uns kämpfen im Alltag. Und das ist sehr wichtig. Das ist ein gutes Wort, das du gesagt hast. Freunde braucht es. Und das, glaube ich, ein Applaus wäre an die Backfrau, die vorne steht und sagt, die für uns werken, das sind Freunde. Das ist, glaube ich, ganz etwas Interessantes. Die Singerei, hätte ich die nie gelustet? Hättest du nicht auch in einen Jodelclub wollen? Ich glaube, ich kann nicht singen. Ich kann schlechte Musik machen und singen schon gar nicht. Ja, nein, schlechte Musik machen. Das ist jetzt das Licht unter einen falschen Stuhl gestellt. Oder? Die Schweizer Rögeli, drei oben Frittenbach, funktioniert ganz gut. Aber es gibt schon Sättige, die vielleicht ein bisschen besser singen können als wir zwei, oder? Das denke ich schon, ja. Gut. Wir hören ein weiteres Lied, Blumen gebracht, ein wunderschönes Lied, das wir jetzt hören werden. Nochmal einen riesigen Applaus für den Jodelclub Oberfrittenbach. Yeah.
Jodlerclub Oberfrittenbach unter der Leitung von Beat Stauder. Beat, was für Lieder oder für Komponisten tut ihr hauptsächlich singen? Wir tun fast von allen, was es gibt. Mein Ziel ist, im Konzert Komponisten zu haben, vom gleichen Komponistlied. Wann habt ihr aber Konzert? Wir haben am 30. Dezember zuerst mal, 2. Jänner, das ist traditionell Nachmittag und dann noch Freitag, Samstag, das erste Wochenende Jänner. Das ist die beste Werbung, die du machen kannst. Heute ist der 30. Dezember, wenn die Sendung ausgestrahlt wird. Also am 2. Jänner könnte man wieder kommen, dann hat man noch die Möglichkeit, am 5. und 6. Jänner, Freitag und Samstag. Das wird Oberfrittenbach durch? Oberfrittenbach im Schulhaus in Turnhalle. Da könnte man vorbeikommen. Genau, ja. Wunderbare Lieder geniessen. Ja, wir geben uns alle Mühe. Da habe ich nicht Angst, dass ihr nicht Mühe gebt. Nachwuchs, wie sieht es dort so aus bei euch? Ja, halbein ist Tröpfel zu suchen. Oder jetzt haben wir wieder Eltern können überschnorren, dass er wieder kommt. Jetzt, wo der Jung geboren hat, der Eltern wieder der Will singen. Und es wäre gut, wenn junge käme. Wir sind offen in allen Stimmen. Gut. Weil dann könnte ich ein bisschen weiter nicht singen, wenn solche Käme hochkuchen möchte. Ich bin gegen den Joker, ich helfe der zu singen, was einer braucht. Ob erst Tenor oder zweiter Bass, ich singe an allen Orten. Das ist doch gäbig, wenn man solche musikalischen Leiter hat. Der Daniel, wo suche ich den? Du musst gar nicht so weit. Das ist der Präsident nämlich. Koller, Danu sagt man dir, oder? Das ist ja so, ja. Das ist ja so, oder? Vorhin gesagt, wenn jemand käme, wann probt ihr? Wir proben gäng am Mittwoch am Abend, am 4. ab 8. bis Grössenordnung am 10. Das ist die offizielle Sache. Und die inoffizielle, die kann auch so ganz gut heute Morgenstunde reingehen. Also der zu euch käme, kann singen, der muss können singen, muss nicht unbedingt Noten lesen, muss aber eine gute Kameradschaft auch haben. Das ist sicher sehr wichtig, ja. Also singen ist das Zehnte, aber wir brauchen auch andere. Also singen würdest du ihm das schon noch beibringen? Sicher, jedem. Also ist gut, jedem. Wie sieht die Zukunft aus? Was hat man für, ihr habt jetzt sogar Konzert. Was wünscht man für die Zukunft? Also jetzt gerade für die nächste Zukunft wünschen wir uns natürlich ein gutes Konzert und Theater. Für dich ist es natürlich ein bisschen blöd, weil die zwei Daten, da wirst du keine Zuschauer haben auf Schweiz 5, weil wir ja die eben voll in die Turnhalle haben. Mann, ich dir von Herzen gönnen. Es soll die Turnhalle aus allen Fugen raus donnern. Das ist ja heutzutage mit den Aufnahmefunktionen nicht mehr so ein Problem. Das ist ja überhaupt nicht das Problem. Also uns kann man auch noch einen Tag später natürlich hören im Fernsehen oder eine Woche oder 10 Tage später, aber eure Daten sind steingemeißelt. Ja, es ist natürlich aber wieder so, dass wir für am 30. Dezember an, wir gehen aber davon aus, dass wir auch erst am 31. hingehen. Ja gut, ja. Das nehmen wir ja, es ist kein gutes Konzert, oder? Das ist so. Für die weitere Zukunft, der Beat hat es vorhin schon gesehen, wir hoffen natürlich, wir bekommen noch ein paar Sänger. Wir hoffen natürlich, jetzt auch mit diesem Auftritt können wir ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Und sonst ein weiteres gutes Vereinsjahr. Wir haben vorhin auch schon Komposition gehört, Kegel Bodenkilbe. Mhm. Das ist eigentlich unsere Kilbe. Das hingst im Frittenbach hinger, das Frittnis 8, das zweite Wochenende im Augsten. Das ist nächstes Jahr, glaube ich, in der 11. oder 12. Irrtum vorbehalten. Und dann haben wir etwas ganz Besonderes. Wir haben dieses Jahr, wir gehen auch gerne auf eine zweitägige Jodlerreise. Da waren wir heuer im Toggenburg draussen und sind dort auf dem Camp Lüth oben am Sonntag am Morgen den Feuerharmoniker von Uzwil begegnet. Das war eine gute Sache, dort, das Frühschoppen-Konzert. Und die kommen also jetzt nächstes Jahr auf Musikreise und am Sonntagnachmittag kommen sie zu uns, können ein spätes Frühschoppen-Konzert abliefern. Ein spätes Frühschoppen-Konzert. Wann ist Oberfrittenbach spät zu einem Frühschoppen? Ist alles relativ. Gut, fragen wir nicht weiter. Mann, merci vielmals, dass ihr da gsi, euch. Natürlich allen zusammen wünsche ich auch für die Zukunft alles Gute. Und dir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr gerade nichts los habt, geht ihr ein Konzert besuchen und füllt die Turnhalle. Riesigen Applaus für euch. Wir werden jetzt noch einen werden jetzt hören, «Mein Älpli». Ein wunderschönes Lied. Riesigen Applaus nochmal für den Jodlerclub Oberfrittenbach.
Selbli, ein wunderschönes Lied, das wir gehört vom Jodelclub Oberfrittenbach. Merci vielmals, Mann, und so im Konzert und Theater natürlich viel Erfolg. Baue deinen Traum. Nach diesem Motto bietet die Kühni AG aus Ramsey ehrliches Handwerk in höchster Qualität.
Von Schreinerarbeit und Holzbau über edles Holzparkett bis zum schlüsselfertigen Hausbau. Kühni bietet als schweizerisch führender Gesamtanbieter alles aus Holz. Holz ist der Baustoff der Zukunft. Das ist unsere Vision. Denn Holz ist enorm vielseitig, angenehm warm, hat Charakter und Persönlichkeit. Denn jeder Baum ist anders. Unser höchstes Gut sind unsere 165 Mitarbeitende. Über 50% hat bei uns ihre Berufslehre oder ihre Weiterbildung absolviert. Darum legen wir auch heute Wert auf eine Top-Ausbildung unserer 34 Lernenden. Im Hühnerstall eines Bauernhofes begann 1960 die Erfolgsgeschichte. Hier richtete Fritz Kühni die erste Zimmereiwerkstatt ein. Der heutige Standort in Ramsay wurde im Jahr 2000 bezogen und in der Folge kontinuierlich erweitert. Die Zimmerei ist mit über 70 Mitarbeitenden der größte Geschäftsbereich der Kühni AG. Hier werden Aufträge in den Bereichen Neubau, Umbau und Elementbau umgesetzt. Die Schreinerei ist besonders auf Fenster, Türen und Treppen spezialisiert. Mit den modernsten Fertigungsanlagen. Im Bereich Bodenbeläge boomen heute Parkettböden wie nie zuvor. Kühni verlegt jährlich über 70.000 Quadratmeter. Darüber hinaus baut Kühni Holzbauten und formschöne Fertig- und Konzepthäuser. Die Kühni AG ist im Emmental verankert. Sie unterstützt als Sponsor das Vereinsleben und auch die SCL Tigers. Groß im Kleinen und groß genug für Großes. Auch für diese Strategie wurde Kühni mit dem Gütesiegel Holzbau Plus ausgezeichnet. Kühni, das Familienunternehmen, wo jeder mit jedem per Du ist. So, nachdem sind wir wieder hier an unserem Interviewtisch. Und ganz interessanter Mann habe ich bei mir, der Urs Willen, oder als Oberländer würde man sagen Urs Willen. Er ist Bauleiter, kommt aus Burgdorf. Urs, du dir mal den Leuten vorstellen, wer bist du, was machst du, Hobby und. Ja, ich bin Mitinhaber von der WS Projektmanagement. Und Leidenschaft ist eigentlich Bauleiter. So wie ich das seit Jahren mache, mit wirklich grossem Engagement. Daneben tue ich Skifahren, Biken, Bergwanderungen, Trekkings, einfach alles, was mit Bewegung zusammenhängt. Alles, was ein bisschen Vitamine braucht, genau, also, genau. Ein bisschen Kraft in diesem Sinn. Oder? Genau. Wie bist du zum Mensch Kühni gekommen? Ich bin zum Mensch Kühni gekommen, indem ich eine Firma gesucht habe, die für einen grösseren Bau einfach zuverlässige Arbeit machen kann. Und da ist ziemlich schnell, haben wir gemerkt, dass wir ziemlich gleich ticken. Und so bin ich zum Mensch gekommen und habe mit ihm und mit seiner Firma einfach wirklich eine Top-Unternehmung gefunden, wo ich muss sagen, die gehören zu absolut meinen Lieblingen. Es gibt andere auch noch im Emmental, aber die Firma Kühni, muss ich sagen, das ist so wie Rinaldo in der Mannschaft zu haben. Oder wie ein Feuz, wo ich einfach heute eine Abfahrt gewinnt. Oder das ist einfach sagenhaft gut. Aus Kechemholz aus dem Emmental. Genau. Oder ich denke, manchmal ist auch so ein Tom Lütti, der in dieser Kurve dermassen runterliegt. Oder? Und die liegen auf dem Bau dermassen innen. Oder? Und wenn man sich vorstellt, wenn man ein Silfi-Stadion baut, wo ich Gesamtprojektleitung hatte, wo man 32 Millionen in 6 Monaten umsetzen muss. Oder ein Summiswald, auch Grössordnung 45 Millionen, wo man zeitweise 150 Leute auf der Baustelle hat. Da braucht es einfach Firmen wie eine Kühni, die einfach
zuverlässig, innovativ. Die Gialen haben Sprutz, es ist nie ein Nein. Die arbeiten am Abend länger, wenn es muss sein. Es ist einfach toll, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Es ist wirklich ehrlich so. Das ist also als Bauleiter macht es Spass, ja, jetzt gerade mit Grünis, ja, zusammenzuarbeiten. Das ist du hast ja schon manches Projekt gemacht. Ja. Nebst dem, was du jetzt aufgezählt hast. Ja. Ufi-Stadion, wo natürlich Grünis die Finger drin haben. Ja. Logisch, oder? Ja. Aber du hast schon mehrere Sachen sonst noch gemacht. Ja, ja. Oh, man muss auch noch eins sagen. Es sind ja nicht immer die grossen Sachen, die zählen. Es gibt auch kleine Sachen, die man einfach Top-Leistungen bringen muss. Zum Beispiel ein Umbau, den wir mit der Band zusammen machen, ein denkmalgeschütztes Haus, ein paar hundert Jahre alt, wo es einfach wirklich Leute braucht, die die Substanz verstehen, das Material verstehen, sorgfältig sind, mit uns zusammen Wege suchen. Und das haben sie einfach. Sie haben einfach wirklich super Qualität, super Leute. Und wir haben das auch gesehen, als sie da mit dem Verwaltungsrat davor waren. Wenn man schaut, wie sich die Leute in den letzten Jahren weitergebildet haben. Ein Markus zum Beispiel, ein Ueli. Wenn man sieht, was sie alles gemacht haben, für dass dieser Unternehmung gut geht. Das ist unerhört. Oder ein anderes Beispiel. Bei unserer Nachbarschaft haben wir einen Giel, der hat einfach nicht mehr die Schuhe. Das ist dem gestunken. Es ist einfach nichts. Und so. Und er hat mir gemacht, er geht zu Kühnis, kann ein Praktikum machen. Jetzt macht er die Lehre bei ihnen. Kommt, hat Freude an diesem Beruf. Sie haben einfach auch ganz offene Haltung gegenüber Leuten, die es nicht so gut geht, die Mühe haben. Die haben hier auch einen Platz. Und das finde ich genial. Also wirklich super. Die Applaus. Merci vielmals, Urs. Du baust natürlich rechten Druck auf. Aber es ist schon noch, macht schon noch Spass, mit so einem zusammenzuarbeiten. Es macht sehr Spass, mit dem Willen Urs oder mit seinem Büro etwas zu bauen. Weil das sind wirklich Leute, die wissen, von was sie reden. Und eben auch darunter lassen wir leben und geben ihm die Zeit, die er muss haben. Es ist nicht von Anfang an schon irgendwie unmögliche Sachen, die ich plane. Aber das braucht zwei, die am gleichen Strick ziehen, genau, und die gleichen Ideen, die gleichen Gedanken haben. Du hast noch ganz etwas Interessantes aufgeschrieben. Kühni, du hast zu jedem Buchstaben hast du irgendetwas. Das habe ich noch cool gefunden irgendwo, oder? Ja, oder es ist noch interessant. Der Aschi hat mir auch Leute gesagt, ja, willst du so eine Stoppe damit machen? Hat mir das so erklärt und so. Dann habe ich gesagt, weißt du was, du musst mir gar nicht viel erklären. Wenn mein Freund ruft, dann bin ich da. Weil wenn ich rufe, bist du auch da. Das ist doch ganz klar, dass ich mir so etwas zur Verfügung stelle. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie tue ich jetzt das Wort Kühni füllen? Und ja, das Wort Kühni noch, wie sie es im E-Mail haben, mit der UE geschrieben, oder? Und dann habe ich, beim K habe ich Kompetenz rein da. Sie haben eine ganz hohe Kompetenz. Aber Kühni sind ja sehr korrekt. Und sie sind umsichtig und sie sind unternehmerisch. Man muss nicht meinen, das klingt jetzt alles so schön, aber wir haben natürlich auch Schlagabtäusche. Auch wenn es um Preise oder irgendetwas geht, das ist also, da wird auch gefeitet, oder? Also es ist nicht alles so Honigschlecken bei uns. Und für eine Ehe habe ich Ehrlichkeit genommen. Kühnis sind für mich einfach auch sehr eine ehrliche Firma. Offen, gerade ehrlich. Und für ein H habe ich hilfsbereit genommen. Und muss auch sagen, hoffnungsvoll. Kühnis sind für mich so etwas, wenn es eben, ich sage jetzt den Namen von diesem Giel, nee, wenn ich so einen habe, gibt mir eine Firma König einfach auch Hoffnung, dass der in dieser Gesellschaft Platz findet. Und der I steht natürlich ganz klar für innovativ, aber auch für intelligent. Ich denke, das ist einfach auch eine intelligente Firma. Also das ist heidäufig. Er bekommt er auch backen. Merci vielmals. Ja, das ist... Nein, ich glaube... Es ist nicht irgendwo Lobhut alleine nur. Ich habe das schon gesagt, heute Abend gesagt, als ich reingekommen bin. Es ist speziell, wenn man hier mit diesen Leuten in Berührung kommt. Sie sind alle aufgestellt, sie sind alle fröhlich. Es macht wirklich Spass. Euch zwei wünsche ich weiterhin viel, viel gute Projekte, ob klein, ob gross, innovativ und so weiter. Und natürlich, vielleicht bei einer anderen Gelegenheit wieder mal, Willen und Kühni oder Kühni und Willen, wenn der Wille so ist, dann kommt das nochmal zustande. Und dann mit dem Stocki zusammen. Können wir machen. Riesigen Applaus für die beiden Männer, hauptsächlich Urs Wille. Merci vielmals. Er hat es richtig gesagt, der Urs, es braucht ja immer zwei, die dran ziehen, am gleichen Strick. Es nützt nichts, wenn man keine gute Bauleitung hat, dann könnt ihr machen, was ihr wollt.
Langnau, das Zilfestadion ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, es hat in der Schweiz noch niemand fertig gebracht, innerhalb von der kurzen Zeit so etwas auf die Beine zu stellen. Also das war, glaube ich, sensationell gewesen. So, junge Gielen sind auf der Bühne. Sie heissen Schweizer Eugeli-Quartett Mittlischberg-Buben. Mittlischberg ist, glaube ich, ein Bauernhof, da irgendwo auch im Emmental, im Eggiwil hinger. Und die Gielen werden euch jetzt einmal mit einer eigenen Komposition verwöhnen. Der Hans Wüttrich hat geschrieben, im Leuen Zignal. Riesigen Applaus für das Schweizer Eugeli-Quartett Mittlischberg-Buben. Wunderbare Musik hier bei Kühnis in Ramsey, Schweizer Eugeli-Quartett Mittlischberg-Buben im Leuen Zignal, eine Eigenkomposition von Hans Wüttrich. Weiterfahren tun wir mit einer jungen Gielen, und zwar eine Heiri Meier-Komposition, die heisst «Am Wasserfall». Nochmal viel Vergnügen mit den Mittlischberg-Buben. Thank you.
Schweizer Rögli-Quartett Mittelischbergbuben am Wasserfall. Von der kommen Sie, von der kommen Sie sicher nicht. Name, Beruf und Hobby? Fankuser Jörg. Ich komme von Mützlenberg, das ist bei Rüderschwil. Gelehrt habe ich Elektriker und werke auf dem Beruf. Hobbys sind vor allem zu suchen, Familie geniessen, dann Musik machen, jodeln und die Simmitaler Reinzucht. Simmitaler Reinzucht, das sind noch die, die noch Hörner haben, die Kühe. Richtig, schön gejocht. Schön gejocht. Ja, der lacht jetzt, das gibt ja Diskussionen. Ist das wegen Unfall oder wegen Nicht-Unfall? Und für mich hat halt eine schöne Kuh noch Hörner. Das ist jetzt einfach mal so. Oder? Ich sage jetzt nicht, dass es gibt sicher auch andere schöne Kühe, aber wenn sie so Hutständer sind, wo man nicht mehr weiss, was hinten und vorne ist, dann... Hey, mache wieder Freunde heute Abend. Wüterich Dino, ich habe Polymech gelernt und Hobbys ist Schiessen, Musik. Ja, bis mal auf den Töff. Wüterich Peter, ich habe Elektroniker gelernt und bin jetzt im Ingenieurstudium. Hobbys sind Musik vor allem. Ja, das wär's. Ich bin der Wüterich Hans, ich habe Zimmermann gelernt. Hobbys weiss ich bald nicht, wo anfangen. Schiessen und Hockeilen und Schwingen und Musik und Irlandjugi. Im Sommer bin ich gerne zu Alpen. Das ist es etwa, ja. Daneben mache ich gar nichts. Hockeilen? Ja, Wildliga beim HC Trub. Das ist so nicht so hochstehend. Aber... Hat Trub einen Hockeyclub? Ja, ja. Wo geht ihr aber trainieren? Ja, auf Langnau. Ja, wir haben die Delfi-Sachen auf irgendeinem Ort, oder? Schweizer Rögli-Quartett. Zuerst mal den Namen. Wo kommt der Name her? Vom Mittelischberg. Dort sind wir drei aufgewachsen hier. Das ist unser Elternhaus. Jürgen haben wir auch adoptiert. Es ist ein paulbenisch Kompass gegeben, ja. Euer Repertoire, seit wann gibt es euch, also wenn ihr aus der gleichen Familie kommt, habt ihr ja sicher schon früh angefangen mit Orgel, oder? Das war auch noch Familienkapelle Wüterich. Und irgendwie mit Sperrbuben, so geht es auch besser. Seit einem Hockeyfest haben wir dort unseren ersten Auftritt gehabt, aber wir wissen nicht mehr, seit welchem. Aber wisst ihr, wo das war? In welchem Hockey? Ja, im Trub. Drittliga Hockey, ja, das war eine dumme Frage, oder? Das ist alles klar. Das Repertoire, nebst den Filmen und eigenen Kompositionen, was spielt ihr hauptsächlich? Eigentlich fast alles im Innerschweizer Stil. Und alles, was uns gefällt. Vor allem Stump, Schmiedig, Rees, Gewerder, Mosibuben viel. Und eben, was uns gefällt. Gut, wenn wir euch engagieren wollt, wo muss man sich melden? Dann frage ich dem Geschleitsten, das Vollmondquartett, die haben alle Daten von uns. Wenn man jetzt euch direkt fragen will, es sind gute Kinder, oder? Dann musst du ja den anrufen, der auf der Mosek oben da irgendwie etwas mit den Zehen gemacht hat. Und die ist ja vielfach ja nicht abkömmlich. Also gib dein Telefonnummer selber. Also, das wäre Wüterich Martin, 079 747 55 11. Wenn ihr nicht habt, nachher mögen wir schreiben, zurückspulen und dann könnt ihr es nochmal aufschreiben. Mittelischbergbuben, fragen die Vollmond. Ja, ist klar. Oder? Also, wir hören noch Titel. Und zwar kann man dir Osusle sagen. Dino hat den komponiert. Warum den Osusle sagen? Das ist irgendwie, wo der Elternbrütsch hat geheiratet. Hat so näher im Anzeiger ist da noch ein zweiter Name vorgekommen, den ich vorher gar nicht kennt, oder? Ist das halt von dort her, ist das so. Ist ihnen zu ihnen gewidmet, das Stück. Und eben, sie haben es mit dem zweiten Vornamen Susanne, oder? Also gut, kann man dir das raussagen. Wir hören den Titel, eigene Komposition von Ihnen selber. Nochmal einen riesigen Applaus. Schweizer Rögeli Quartett Mittelischberg. Thank you.
Ja, kann man dir auch sagen, so ist die Eigenkomposition von Martin Wüterich mit dem Schweizer Rögeli-Quartett Mittlisberg-Buben. Ich sage jetzt nicht, kann man dir auch sagen, kann man dir auch Regula sagen? Natürlich. Regula heisst mit Nachnamen Haldemann im ersten Lehrjahr als Zimmerin. Genau, ja. Wenn du jetzt ein Gil wärst, wärst du ein Zimmermann und jetzt bist du eine Zimmerin. Genau. Wie kommt man auf die Idee, du bist jetzt eine von denen, die eigentlich von den Jüngsten ist, da bei der Kühne AG, oder? Wie kommt man auf die Idee, Zimmerin zu lehren? Ja, einfach mal alles schnuppern und das, was einem am besten gefällt, das macht man. Und das war das? Ja. Als Frau, musst du da genau gleich in die Hose, wie das jetzt ein Erstlehrer Stift wäre? Also, lüpfen mache ich halt einfach ein bisschen weniger, aber sonst eigentlich genau gleich, ja. Machst du genau das Gleiche? Und bei der Prüfung wirst du genau das Gleiche müssen machen wie ein männlicher Kollege? Genau, ja. Wie viele Frauen gibt es bei dir in der Gewerbeschule? Ich bin jetzt in 4 Klassen die Einzige. Und sonst hat es also ein bisschen mehr Frauen. Ist wahr? Ja. Ernst, das ist die erste Zimmerin, die bei euch die Lehre macht? Genau, das ist die erste. Aber wir natürlich Bauzeichner, Bodenleger, Schreiner. Dort haben wir schon viele Frauen ausgebildet. Mhm. Oh ja, der ist ja noch recht hoch an Frauen. Das werden wir auch noch anschauen. Erstes Lehrjahr, also die jüngste Mitarbeiterin, die man so sagen könnte. Nebenzu der Michael Hirschi, darf ich Michael sagen, 30 Jahre bei Kühnis, also länger als es Tage gibt. Du hast also im Oberfrittenbach auch angefangen in diesem Moment mit dem Mensch zusammen. Ja, das ist ja so. Als was arbeitest du heute bei Kühnis? Heute arbeite ich als Bodenleger. Im Prinzip bin ich jetzt 28 Jahre auf den Knie, kann man sagen. Ja. Und die Knie tun mir eigentlich noch nicht weh. Ich wäre noch zu weh. Bist du reformiert oder katholisch? Ich bin austreten. Gut, spielt keine Rolle, aber du weißt ja, welcher das meistens oder so. Spass beiseite. Hat es auch lustige Sachen gegeben, sicher in diesen 30 Jahren, oder? Das hat auch lustige Sachen gegeben im Hühnerhäusli, ja. Was heisst Hühnerhäusli? Das war unsere erste Werkstatt. Zu Oberfrittenbach im Hühnerhäusli? Ja. Hast du die Hühner ausquartiert oder hast du die... Die hat schon der Vater ausquartiert. Nein, wir haben die ersten 4 Jahre hier bei Ego Michu zusammen in diesem Hühnerhäusli zusammen angefangen. Und da muss ich schon sagen, alleine bist du einfach schon dann, oder alleine bist du einfach nicht mehr. Und das werde ich jetzt noch einmal sagen. Wenn dann in dem 87 nicht der Michu wäre gekommen, wahrscheinlich wäre gesagt, jetzt bin ich einfach da. Ja, könntet, jetzt bin ich bei dir. Ich weiß nicht, ob es die Firma heute würde. Weil alleine war halt einfach schon seich, muss man schon sagen. Oder? Und Michael, wenn er jeden Tag kommt, jeden Tag aufgestellt ist, du, das ist noch heute so, das ist noch nach 30 Jahren, haben wir es einfach wirklich super zusammen. Also ich weiß nicht, ob er das so sieht, natürlich. Ja, ich frage nicht, aber er hat ein bisschen glänzige Augen, dann muss es so sein, oder? Michael, aber gleich jetzt, was war mit diesem Hühnerhäuschen gewesen? Ja, wir haben dort Sachen produziert und zusammengestaubt und ausgeliefert. Und die Auslieferung wollte nicht aus diesem Hühnerhäuschen. Wir haben ein Bühnentor gemacht, das hat jedem Ecke und Kante angestellt, natürlich. Und also die Produktion ist einfach zu gross. Ja, ist gross für unser Hühnerhäuschen. Und da wir das schöne Tor nicht mehr wollen, von angenehm, mussten die Türen leiden. Und immer Türrahmen und Seiten versagen, bis wir sie rauskommen mit dem Topf. Das Hühnerhäuschen versagen. Ja. Und jetzt, wenn ich schaue, unser grosses Hühnerhaus, jetzt können wir Türen machen. Das ist schon schön. Es ist ein recht grosses Hühnerhaus geworden auf alle Fälle. Das ist so. 32 Lehrlinge sind gegenwärtig bei Kühnis. Genau. Das ist eine riesengroße Verantwortung.
Das ist eine schöne Verantwortung. Wenn du so junge Leute hast, ist natürlich das Beste, mit jungen Leuten etwas. Aber was, noch was auch noch sensationell ist, das ist ja fast wie bei einer Juniorenmannschaft. Es sind mehr als 50%, die bei euch die Lehre machen. Oder Weiterbildung gemacht haben. Oder Weiterbildung gemacht haben, bleiben bei Kühnis. Das ist natürlich so. Das ist immer noch Hockey-Club. Die Besten probieren wir natürlich zu behalten und an sich zu bringen. Das ist so. Und das klingt ja mit dem Abend. Das klingt, ja. Oder viel gehen auch. Es gibt natürlich auch immer wieder Leute, die vorgehen, mal ein Jahr, zwei am anderen Ort her. Und dann kommen sie wieder raus. Das ist wunderschön. Das ist natürlich ein Kompliment, der Chef. Wie erlebst du jetzt ihn als Frau hier, als Zimmerin? Also jetzt kannst du alles geben. Ich muss auch sagen, ich habe nicht viel mit ihm zu tun gehabt bis jetzt noch. Einen Wutausflug habe ich so ein bisschen kennengelernt, aber es ist ein lustiger, guter. Ja. Gut. Also, dann wünsche ich dir, wie viele Jahre ist die Lehre? 3 Jahre? 4. 4 Jahre. Eine kurzwillige Lehre und natürlich dann, wenn es dir am Schluss zugeht, als Frau, toi, toi, toi. Merci. Michu, die nächsten 30 Jahre? Ja, wir nennen noch 30. Wenn ihr mich einholen wollt, müsst ihr pressieren. Du kannst natürlich stolz sein auf solche Leute. Total. Also wenn man die so hat. Genau, oder? Das ist der Ansporn, Alltag einfach 100% zu geben für solche Leute. Das war ein Wort. Riesigen Applaus für die Regula Haldima und für Michu Hirschi, die zwei. Er mit 30 Jahren am längsten dabei und sie seit dem Sommer frisch dabei. Das macht sicher Spass. Toi, toi, toi. Junge Leute, das Familienunternehmen ist jetzt auf der Bühne zu Weg. Und zwar ist das Örgeli und Jodlerfamilie Leuenberger aus dem Eckiwil. Und wir wollen das erste Stückchen, das ist ein Stückchen, das der Kurt Schmid hat komponiert, anhören. Albtraum in der Musikküche. Musikküche. Riesigen Applaus für die Örgeli und Jodlerfamilie Leuenberger. Thank you.
Albtraum in der Musikküche. Ich weiss nicht, ob es bei Leuenberg inzwischen Albträume gibt in der Musikküche. Aber ich möchte auch hier, dass sich jeder selber schnell vorstellt. Name, Beruf und Hobby. Ich bin die Marianne Leuenberger, die Mutter. Wir bauen in Meggiwil. Also das heisst, ich bin Bäuerin, Hausfrau und gehe noch ein bisschen als Bäckkonditor arbeiten. Hobbys? Ja, Hobbys ist Singen, Orgeln und Familie. Und ich glaube, das hat sich so. Machen Sie das auch in der Küche zwischendurch? Der Albtraum schon, ja. Der Albtraum schon. Komposition von Kurt Schmid. Ich bin der Edwin Leuenberger. Ich bin der Vater von diesen drei Burschen. Das darf ich hier sagen. Die Mutter ist gäng sicher. Und Vater im Kinder. Spass beiseite, gell, Peulen. Wir haben es geklärt, das ist alles klar, oder? Ja, wir tun Burschen. Ich gehe noch ein bisschen von Nebenerwerb als Chauffeur. Die Hobbys sind klar. Mit so viel Musik und Singen. Wir dürfen noch mitmachen beim Jodelclub Rötenbach. Es braucht auch noch ein bisschen Zeit, aber die Zeit nehmen wir uns gern. Es ist nämlich ein sehr schönes Hobby, das Singen und Orgeln und zusammen musizieren. Und das immer noch ein bisschen weiter pflegen. Ich würde sagen, das ist natürlich schon noch speziell, wenn man in der Familie so viel gut kann singen und so viel gut kann orgeln kann. Das macht immer als Eltern natürlich auch stolz, oder? Ja, das darf ich sagen. Da ist man schon ein bisschen stolz. Also, man muss etwas dafür tun. Und dann braucht es dann manchmal ist ein bisschen die Forderung von uns zu hören, dass wir sie motivieren können. Und wenn sie älter werden, dann tun sie etwas sagen dazu. Aber das ist auch richtig so. Früher haben sie noch geglaubt, dass wir sagen. Und heute müssen wir manchmal glauben, was sie sagen. Ändert ein bisschen, aber es soll so sein. Wir sind ein kleines Familienunternehmen und da soll jeder etwas zu sagen haben. Klingt auch gut, ist ganz gut. Jungmannschaft? Ich bin der Matthias, ich bin 18, bin im dritten Lehrjahr als Bauer und nachher lehre ich dann noch Zimmermann. Ja, meine Hobbys sind eigentlich auch grösstenteils Musik zu singen und noch ein bisschen Viehzucht nebenbei. Ja, viel mehr hat auch nicht Platz. Ja, klingt ausgefüllt auf alle Fälle. Ja, ich werde Lukas, beim ersten Lehrjahr als Stromer in Meggiwil. Und Hobbys sind sicher auch Familie, Orgeln und Singen und Schwingen tue ich auch noch ein bisschen nebenbei. Die junge Dame am Bass. Ja, ich bin Nadia, ich bin 14 und gehe noch in die 9. Klasse. Und mein Ziel wäre Lehrerin. Und meine Hobbys sind allgemein Musik, Familie und Sport. Allgemein Musik? Ist nicht nur volkstümliche Musik? Nein, auch Schülerband und ja, Schule. Wo du mitspielst? Ja. Bei euch, wie sieht es bei euch aus? Hört man auch andere Musik als volkstümlich? Ja, sicher auch. Einfach produzieren tun wir sie nicht, so wie die Volksmusik, ja. Das Volkstümliche machen ihr selber. Was hörst du daneben? Ja, sie haben mir ein bisschen früher. Ich höre wirklich viel Volkstümlich. Und wenn ich das modernes Lied höre, das mir gefällt, höre ich dann nur da, so bis mir nur verleidet. Und dann höre ich nur Volkstümlich. Das ist ein gutes Rezept. Moderne Musik hören, bis sie ihn verleidet, dann wieder Volkstümlich. Leuenberg, Sie sind Bauern in Meggiwil und gleichzeitig natürlich viel, viel Musik im Haus. Musik im Haus, die auch Spass macht. Hat man schon mal daran gedacht, dass man, wie soll ich sagen, einen neuen Tonträger machen will oder so irgendetwas? Ja, das ist so weit. Wir sind viel gefragt worden und das Projekt haben wir in Angriff genommen und angefangen. Aber wir stecken uns kein Ziel, stecken, wenn es rauskommen sollte. Wir nehmen es um die Zangere. Und gehen wir um etwas aufnehmen. Aber irgendwann wird sie dann fertig. Und dann hoffe ich, dann können wir so eine grosse Zuschauerschar wie hier hauen, begrüßen bei der CD-Taufe oder Präsentation. Gut, werden wir schauen. Das Datum ist ja da sicher zur richtigen Zeit am richtigen Ort deponieren. Ja, das machen wir. Wenn man euch engagieren will, wo müssen wir sich melden? Da könnt ihr hier anrufen. Das Festnetz ist 034 94 11 36. Und dann würden wir es gerne entgegennehmen, die Anfrage. Oder das Natel 079 501 0338. Daheim kann man anrufen, das ist gut. Wir werden als nächstes hören jetzt noch ein Sörgeli-Stück. Dann hören wir diesen Jodu-Einlage. Wir hören einen, der Daniel Kissling hat komponiert. Das ist der Corinne Bolka. Riesigen Applaus für die Familie Leuenberger.
Corinne Bolka, der Daniel Kissling hat es komponiert und wir haben es gehört von der Örgeli und der Jodlerfamilie Leuenberger aus dem Eggiwil. Das macht schon Spass und man sieht, dass wieder so viele junge Volksmusik machen, und zwar die traditionelle Volksmusik live, echt auf der Bühne. Das ist genau so, das sollte man noch viel mehr eben, ich möchte sich da pushen, dass das wieder mehr Stellenwert bekommt, das ganze, die ganze Volksmusik. Also die Volksmusik hat ja grundsätzlich, wenn man es richtig mich an grossen Stellen wird, es hat ja wieder viele Junge, die Interesse haben. Man sieht es ja auch bei den verschiedenen Sachen, die jetzt ein Jodlerclub machen, ohne dass ich jetzt da Werbung machen dafür. Es ist vielleicht nicht immer gerade alles traditionell, aber es hat auch der Jodlerei oder so natürlich gleichwohl auch ein bisschen weitergeholfen, oder? Es ist ja nicht so, dass man Tradition muss verlieren und nicht auch mal ein Experiment darf machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja auch innovativ mit unserem Betrieb und da denke ich auch, die Musik muss innovativ sein. Aber es ist einfach schön, wenn so Musiker sind, die noch das Ohr, das richtig, die uralte, die schöne, traditionelle Musik auch noch machen können und nicht nur noch das neue Zeug spielen. Da sind wir halt nicht so Fan, da sind wir halt vielleicht schon ein bisschen altertümlich. Ja gut, das heisst nicht, dass man altertümlich muss sein. Tradition, die verschiedenen Traditionen, die wir ja in der Schweiz haben. Wenn ich sehe, schon nur das Berner Oberland zum Emmental, dort sind ja schon viele grosse Schritte musikalisch oder so. Und das passt ja zu uns. Ob es das ist oder ob es dieses ist. Urchig, traditionell muss es einfach sein. Urchig und ehrlich. Urchig und ehrlich. So, wir haben auf der Bühne gehen noch Leuenbergers. Sie haben Dörgeli auf die Seite gelegt und sie tun sich jetzt als Jodler beweisen. Dörgeli und Jodlerfamilie Leuenberger aus dem Eggiwil, wo ihr übrigens, wie gesagt, irgendwann in nächster Zeit eine neue CD dürft erwarten. Wir werden von Ihnen jetzt ein wunderschönes Lied hören, und zwar der André von Moos hat es komponiert und das Lied heisst «Abendstern». Riesigen Applaus für Dörgeli und Jodlerfamilie Leuenberger aus dem Eggiwil.
Schönen Applaus, Örgeli und ja, der Familie Leuenberger. Wenn man beim Moderieren Hühnerhaut bekommt, muss es schön sein. Merci vielmals, das war also der Abendstern, ein wunderschönes Lied von André von Moos. Eine Formation, die darf ich euch noch ansagen und macht doch ein bisschen Spass. Ich meine, im Sinne, da war ich noch ein bisschen jünger, da hat es eine Formation aus dem Eckiwil, Älplerfreunde Eckiwil, die haben einfach die einen durchgezogen, sackstarke Musik war. Jetzt, ein paar Jahrzehnte später, gibt es sie also wieder. Sie kommen wieder, sie kommen extra für euch, sie kommen extra bei Kühnis vorbei. Ernst, ich möchte auch noch ein bisschen wissen, Beziehung zu den Älplerfreunden. Aus dem Stadler, Hans-Ueli, seine Frau, die hat, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die hat etwa 10 Jahre bei uns geputzt. Das war eine gute Seele vom Betrieb. Und die Älplerfreunde muss ich natürlich. Genau, und wir sagen wir jedes Mal, wenn wir Budabe hatten, natürlich der Hans-Ueli das Klarinett mitgenommen. Und der ist vor allem neu geübt worden. Das hätte schon müssen sein. Man kennt ja den Hans-Ueli. Das muss perfekt sein. Alles klar. Und wir kommen, bevor wir zu dieser Formation kommen, möchte ich natürlich auch noch ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Wenn ihr selber auch mal Lust hättet, in eurem Betrieb, in eurem Restaurant oder in eurer Region so eine Musikstube durchzuführen, dann könnt ihr bei uns nachschauen auf der Homepage unter paulstuckismusikstube.ch. Immer am letzten Samstag vom Monat und immer am ersten Samstag vom Monat könnt ihr auf Schweiz 5 die Stube schauen. Schön, schaut ihr auch rein und ich danke euch vielmals. Wir probieren, unser Kulturgut, Volksmusik, euch heimzubringen. Vielleicht ist manchmal eine Formation dabei, die nicht gerade absolut Hammer ist. Aber heute Abend haben wir so ein tolles Programm gehabt. Und ich glaube, die haben alle zusammen einen riesigen Applaus verdient, die heute Abend hier sind, auftreten. Und Veranstalter wie der Ernst Kühni muss ich natürlich auch den Hut lüpfen. Man muss eins sagen.
Die Musikformationen können von unserer Seite her, von der Musikstube her, gratis Musik machen. Wir haben nicht so viel Budget, dass wir Gage zahlen können, aber sie bekommen etwas Warmes zu essen und natürlich auch zu trinken. Und dann gibt es Veranstalter wie der Ernst Kühne, der gibt jedem Musikant noch ein Präsent. Das darf ich schnell in die Kamera haben. Das ist das Präsent, das jede Musikantin und Musikant oder Sängerin und Sänger überkommt. Ein bisschen Emmentaler Rüstung, wenn man mal etwas messen sollte. Wenn man zum Beispiel sein eigenes Traumhaus bauen will, könnte man den Meter davon vornehmen, oder? Ein Bleistift, ein Schneidbrettchen, Käse und. Messer. Es ist alles dabei. Ernst, ich muss dir einfach Merci sagen, dass wir hier ein Gastrecht hatten. Und vor allem toll, wie die Leute bewirtet hast hier und auch Musikanten behandelt hast. Chapeau, merci vielmals. Riesigen Applaus für Ernst Kühne, hier von der Kühne AG. Merci vielmals. Ich muss natürlich den Dank an Paul für uns geben, weil er ist mit der Idee gekommen, wir könnten doch hier mal eine Stufe machen. Und ich glaube, es ist wirklich super gekommen. Ich bin sehr happy und danke vielmals. Das ist sehr gerne geschehen. Merci vielmals. Und solltest du wieder mal die Halle rausputzen, ein bisschen staubfrei machen. Wir können wieder Lautsprecher aufstellen, mit dir wieder Musik rein. Das ist das Wort. Dann machen wir eine Kirche. Ihr daheim habt gesehen, wie man es machen könnte. Wenn ihr aber, wie gesagt, Lust hättet, eure Region näher vorzustellen oder Werbung machen für euren Betrieb, bei Paul Stuckis Musikstubete könnt ihr nachschauen. Merci vielmals für das Einschalten und toll seid ihr natürlich dabei. Auf der Bühne, Elble, Freunde, Ecke, Wiel. Und der erste Titel wollen wir anhören. Das ist eine Eigenkomposition von Hans-Ulrich Stadler. Das ist der Holzermarsch. Riesigen Applaus für die Elblenfreunde Ecke Wiel. Thank you.
Die Helferfreunde Regi Wil mit dem Holzermarsch von Hans-Ulrich Stadler. Wir haben es ein manches Jahrzehnt gehört. Wir haben es wieder ein Zeitchen nicht mehr gehört. Und wir hören es gern wieder gern. Und heute Abend speziell für euch, sie sind auf der Bühne. Auf der Bühne sind... Ich bin Christine Steiner, noch im Ecki Wil. Bin Hauspflegerin, arbeite in der Langzeitpflege. Ja, das ist es so über mich. Das ist es über dich. Mehr willst du nicht sagen, gell? Ich frage auch nicht mehr. So, Hans-Peter, bist Schreiner von Beruf und habe selber ein Budeli, bin selbstständig. Hobby natürlich, gegen noch Musik. Hobby Musik und habe seit 34 Jahren eine Örgeli-Schule im Trub, aber habe jetzt einen Nachfolger gefunden und höre langsam auf mit dem. Braucht es immer solche Leute, die eben die Jungen, mit denen vorhin diskutiert, natürlich auch weiterbilden und ausbilden. Ich bin Zoll Keynes, komme von Boll, ich bin Postangestellter. Hobbys, Imkern und leidenschaftlicher Fotograf. Leidenschaftlicher? Fotograf. Aha, Foto, ja, wunderbare Bilder. Auf Kreuzfahrt schon mitgekommen und so. Wirklich sehr schöne Bilder, die er macht. Fritz Lehmann von Hohenaufhingen. Hobby singen mit der Familie. Bin auch in einem Jodlerclub. Und dort tue ich noch ein bisschen Imkern. Und dann ist dann nach Haus und Hof, hat man etwas zu tun. Also ja, langweilig wird es immer. Wandern, Velofahren, ja, aufhören aufzählen. Hans-Uli Stadler, dir vorzustellen ist wie Wasser ins Meer treibt, aber ich will jetzt gleich wissen, was du bist, glaube ich, mittlerweile pensioniert. Jawohl, Hans-Uli. Was machst du gegen die Langweilige? Ich bin seit 2 Jahren pensioniert und mache nur noch das, was mir gefällt. Ich gehe viel Musik hören, tue manchmal schon noch etwas komponieren, habe viel im Garten zu tun, habe im Wald zu tun. Im Sommer gehe ich auf eine Alp in Zeritz, zu Dummermuts, die sind hier noch hier, gehe helfen Gusti hüten. Und die nächsten 2 Jahre helfe ich meinem Sohn ein Bauernhaus umbauen, unter der Leitung von Kühnis per Zufall. Also mir geht die Arbeit nicht aus. Gelbe Freunde, wenn ich jetzt heute ohne dazu zähle, seit wann gibt es die? Oder hat es sie gegeben? Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Geht es dann weiter oder ist das heute Abend für unsere Hörerinnen und Hörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer einmaliger Anlass? Also gegeben hat es also vom 72 bis im 97. Wenn es dann schon eine Homepage hat, hat man dann gesehen, dann ist der Stern aus. Und seit dem 97 ist genau jetzt, heute 20 Jahre, im Dezember 97, dass wir den letzten Auftritt hatten. Und in diesen 20 Jahren hatten wir vielleicht 7 oder 8 Live-Auftritte. Einer mit dir auf der Kreuzfahrt. Und wir machen so Auftritte nur, weil ganz etwas Spezielles ist. Und heute Abend ist eben etwas Spezielles. Darum sind wir ja hier. Uns kann man nicht mehr anrufen. Uns kann man auf keiner Homepage finden. Uns müsst ihr nicht anrufen. Uns geht es nicht mehr. Aber es kann es vielleicht irgendwann wieder geben, wie eben wieder mal etwas Spezielles ist. Dass wir uns wieder zusammentun und spontan einfach zum Plausch. Nur noch, wenn wir wollen, nur wenn wir müssen, tun wir Musik zusammen. Also das, was ihr jetzt noch gehört, ist eine Fata Morgana aus dem Ecki Wil. Sie schweben über die Bühne, über euch hin und werden euch jetzt einen weiteren Titel spielen, nämlich die Heiweh-Musik. Riesigen Applaus für die Elbler-Freunde Ecki Wil. Thank you.
Alpenfreunde Eggiwil, Heimwehmusik, die wir hier haben gehört haben, ein Titel, den dürfen wir jetzt noch geniessen. Und ich möchte diese Situation eigentlich noch nutzen. Merci vielmals sagen euch, den Alpenfreunden, natürlich allen zusammen, die heute Abend auftreten sind. Leuenbergers, Vollmond, Oberfrittenbach, alle die, die da waren und da die von Eggiwil, da die Lömmis, Giele, ihr wisst wohl, wir müssen sich eh bei den Vollmond melden. Die wissen ja nicht, wo wir daheim sind. So, also, danke vielmals, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, immer am letzten Samstag vom Monat könnt ihr so eine Stube schauen. Oder am ersten Samstag. Also einschalten und solche Musik geniessen. Die Elbelfreunde haben wir nochmal können geniessen. Es hat geweckt. Merci, seid ihr da gewesen. Merci, seid ihr alle da gewesen, Musikantinnen und Musikanten. Irgendetwas stimmt nicht da. Irgendetwas stimmt nicht. Hast du dich verlaufen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man am 30. Dezember auf die Jagd geht oder wir sind ein Wilderer, oder was? Ich bin der Törlijäger. Der Törlijäger? Ja. Ah, jetzt ist natürlich vieles klar. Komm, wir tun uns dort die Kehre gegen die Kamera. Der Törlijäger. Ja. Das ist ein Schnellbau, den Hans-Uli Stadler komponiert. Ja. Viele Leute haben das Gefühl, dass sie so Skifahrer, Dörli fahren, da zu Geschichten. Die haben auch das Gefühl, dass sie Dörli beim Hockey oder beim Shooten. Der Dörli-Jäger ist ganz etwas anderes. Der Dörli-Jäger ist wirklich ein Jäger. Der geht auf die Bündnerjagd. Das bist du? Ja, das bin ich. Wo kommt der Name Dörli her? Und der Hans-Uli Stadler hat mir das Stück komponiert. Und das Stück, also der Dörlijäger, weil ich wohne in Schmitten, das ist zwischen Davos und Lenzerheide. Und dort, wo ich wohne, mein Haus heisst Dörli. Aha. Und Stadler hat eben das Stück komponiert und dann hat es nicht gewusst, zuerst den Namen haben sie da diskutiert, was will man für das Stück, was will man für das Stück taufen. Und jetzt schlussendlich sind sie darauf gekommen, ja, also ich habe da noch ein Schätzchen, oder? Und beim Geburtstag hat sie da der Hans-Uli Stadler angepeilt. Er hat mir da das Stück komponiert, das ist dann auch die Stange und eben dann ist es um den Namen gegangen. Ja, was will man da für einen Namen nehmen? Und dann hat es geheißen, ja, Dörli. Er wohnt im Dörli und ist Jäger, dann machen wir den Dörli-Jäger. Und okay. So heisst das Stück Dörli-Jäger. Und ja gut, er hat sehr viele Sachen komponiert, auch sehr spontan. Der B.O. Vogel hat er auch komponiert. Er hat es gerade ein bisschen irgendwie mit der Jagd und mit den Vögeln, mit den Tieren. Spass beiseite, er hat sehr, sehr viele Eigenkompositionen gemacht. Schnell vor Fragen, weißt du, wie viele Eigenkompositionen du gemacht hast? Ja, etwa 70. Aber jetzt kommen wir noch ein bisschen dazu. Ja, jetzt Zeit, oder? Gut, wir sind natürlich gespannt. Der Dörlijäger. Du bist richtiger Jäger? Ich bin ein Jäger, ja, ein Gamsjäger. Und jetzt habe ich eben gehört, dass ihr da so eine wunderbare Stube da habt. Und jetzt habe ich gewusst, oder ich vernommen, dass der Hans-Uli mein Stück spielt. Und das höre ich einfach. Das ist ein Kaibakoga-gutes Stück. Und ja, jetzt bin ich da hergekommen. Das ist eine Ehrensache, das Stück zu hören. Gut. Und heisst du mit richtigem Namen? Ich bin der Lorenz Kasper. Der Lorenz Kasper. Ja. Riesigen Applaus für unseren Dörlijäger da. Extra vom Bündnerland runtergekommen. Super, merci vielmals. Und die Schätzchen ist natürlich auch nicht weiter vorweg. Sonst ja. Weißt, nur wegen der Stube alleine bist du nicht gekommen. Das ist alles klar, oder? Ein Rötchen nimmst du auch noch? Ja, komm, wir nehmen noch ein Rötchen. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 15 Minuten. Ja. Wir nehmen noch ein Rötchen. Hast du bitte? Ja. Okay. Also, noch ein Leute schnell warten. Ja, jetzt nehmen wir noch ein Rötchen. Ihr habt auch noch Zeit, oder? Die Predigt fällt erst morgen um 9:30 an. Also bis dann haben wir das Rötchen getrunken. Wenn der schon vom Bündnerland kommt und ein Rötchen mitnimmt. Ja, lieber im Gläschen. Es sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich als Moderator auf der Bühne ab der Flasche trinke, oder?
Hast du überhaupt ein Glas bei dir? Ja. Der hat er. Was ist denn das da? Was ein Rötali? Bündner Rötali. Kamera, nicht nach. Gut, auf den Dörrli-Jäger tun wir anstoßen. Auf unseren Bündner-Jäger, auf den Kasper. Tönt gut. Eben, nicht schauen. Auf die Elbelfreunde, auf der einen Seite, auf den Dörrlieger, auf der anderen Seite. Und mit dem Gesundheit verabschiede ich mich ganz herzlich bei euch verabschieden. Merci vielmals, Kühnis und allen Musikanten. Euch, liebe Gäste, seid ihr da gewesen. Brössli, alles Gute auch euch. Gute Neujahrszeit. Denkt daran, habt es immer gut, ohne Täubi. Ohne Ärger und ohne Stress. Auf Wiedersehen miteinander. Ciao zusammen. Und wir hören jetzt den Dörrlieger von Hans-Uli Stadler.